Hallo, liebe Zuschauende, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu uns in die Kunstgalerie der Kulturfabrik Heidensleben. Am Montag sollte eigentlich die neue Ausstellung in der Kunstgalerie beginnen, doch leider haben wir Teil 2 unseres Lockdowns und so müssten wir uns wieder ins Digitale zurückziehen. Aktuell stellt bei uns aus der Berliner Maler Klaus Dittrich und er wird gleich etwas zu seiner Kunst erzählen. Mein Name ist Klaus Dittrich und ich habe die Gelegenheit, die Möglichkeit, in der Kulturfabrik eine große Ausstellung meiner Arbeiten zu zeigen, die in den letzten Jahrzehnten vom Grundsatz her entstanden sind. Denn ich befasse mich schon seit langem mit drei Genres künstlerischer Betätigung, der Malerei und Zeichnung. Dafür sind 120 Beispiele hier zu sehen mit Keramik. Das sind auch 75 Arbeiten angehäuft und mit der Lithografie. Was für mich aber insbesondere spannend war, dass ich mit meiner Keramik in einer ehemaligen keramischen Fabrik hier in Heidensleben gelandet bin, wo bekanntermaßen schon seit anderthalb Jahrhunderten Zierkeramik hergestellt worden ist. Und das ist für mich eine besondere Ehre, auch an einem solchen Ort mit meinen Arbeiten vertreten zu sein. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dem virtuellen Rundgang entlang meiner Arbeiten über 3 Etagen in diesem schönen Haus und hoffe sehr, dass in wenigen Wochen auch ein reales Gegenüber mit den Keramiken, Malereien und Druckgrafiken hier im Hause möglich ist.